diesem Steinchen. Mit dieser Wartezeitchen. Das war eine Lüge. Das war zu spät! Boah! Weißt du, dann machst du einen verkackten Timing-Fehler. Dann musst du wieder 1000 Jahre warten einfach. Boah, ja. Naja. Ich weiß nicht, ob es irgendein Spiel gibt, in dem es heißt, Wartezeiten ist guter Spielinhalt. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt. I don't think so, actually. Ich steh mir die Beine in den Bauch. Du auch. Das war schon wieder das falsche Timing. Das macht so viel Spaß nicht. Jetzt mal so einen Spaß. Ja. Timing-Sachen sind so öde. So gottverdammt öde. Und jetzt kann er noch einmal hoch und runter gehen. Ich brauche, glaube ich, irgendwie so ein Kissen oder so und eine Bettdecke. Weil viel mehr passiert gerade irgendwie auch nicht. Die Stelle langweilt mich, ganz ehrlich. Die Stelle, also das ist wirklich... Meinetwegen, ja, die Bosse, der Boss vorher war schwer. Meinetwegen, der Turm davor... Oder dieser erste Abschnitt von dem Turm, der war cool. Der hatte coole Ideen, teilweise echt. Ah, das hier ist Bullshit! Meine Fresse! Oh, ja. Natürlich, sonst fällt der Drache eigentlich schneller. Ausprobieren. Weil er ist ja generell schneller, nein, anscheinend nicht. Hm. Ist das langweilig? Ja, das ist es. Oh, können jetzt irgendwie bitte so ein Messias kommen und sagen, ach, du brauchst diese Stelle eigentlich gar nicht machen. Das war wieder super fair, wirklich, das hat Spaß gemacht. Ich hab's geschafft! Nein, hast du nicht, weil dann direkt wenn du rauskommst. Dann kann ich eigentlich. Aha. Oho, Mann. Oh shit. Bitte, danke. Vielleicht habe ich ja jetzt noch ein besseres Timing. Ich mach das jetzt einfach as fast as even possible. Sieht auch ganz vernünftig aus, das Timing. Glaube ich. Diese Wartezeiten immer, ey. Oh mein. Boah, nur weil Opa Stein einfach 1000 Jahre braucht. Das ist mein Problem hier. Opa Stein braucht x-tausend Jahre, bis er sich überlegt, oh, Knopf drücken oder Knopf nicht drücken. Hm. Hier bräuchte ich irgendwie so eine Vorspultaste oder sowas. Fast forward, please. Komm hoch, ja. Und ich weiß, wie lange hängen wir jetzt schon an dieser Stelle? Und wie lange war sie schon spannend? Genau gar nicht, okay. Wehe. Kann sagen, ey. Ja, was ist das für eine verdammte Scheiße, ohne Spaß. Fuck you guys. Fuck you all. Oh mein Gott, das ist schon aktiviert. Nein. Keine Ahnung, dieser Raum hier war genau so eine halbe Sekunde spannend. Echt. Oh, guck
guck mal, die komischen Dingsies haben mal. Alter, fuck you. Das weiß ich, töte ihn jetzt, ja. Weil ich dann keine Angst mehr haben muss, wenn ich, Alter, einmal runterfalle, dass dann wieder alles vorbei ist, einfach. Dankeschön. Wir machen das jetzt super safe, weil ich keine Lust mehr habe auf diese verhurte Timing-Scheiße da unten. Super safe machen wir das jetzt. Übertriebenst safe. So safe wird eigentlich niemand spielen, ne? Niemand. Guck, mittlerweile hat Opa Stein schon das dritte Mal einfach diesen Stein da unten aktiviert. Na gut, den kann man dodgen. Den kann man ja wohl dodgen. Ich werde das dann fehlen. I see it coming. I see it coming. Das ist definitiv eine Sache für Dragone. Wo war denn der liebe Dash? Hat der keine Lust? Na, der Dash hatte, weiß ich nicht. Der Dash war irgendwie AFK gegangen gerade. Oh Mann, jetzt muss ich diese ganze Scheiße halt schon wieder machen. Ernsthaft? Boah! Hallo Opa und Oma Stein, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ist das behindert einfach. Ja, also der Abschnitt, das ist, weißt du, so Anti-Spaß ist das gerade. Weiß nicht. Das ist gerade der wahre Anti-Spaß. Cool. Zerquetscht er mich an irgendeiner Stelle. Weißt du, manchmal zerquetscht er mich da, manchmal nicht. Ist auch so super random einfach. Aber wenn ich so schnell bin, dann muss ich zumindest nicht 1000 Jahre warten, sondern nur 500. Ja. Warten macht Spaß. Warten ist toll. Kann ich sagen, ich ficke deine Oma. Oh mein Gott, das war mal wieder gar nicht knapp. Nee, nee. Komm, stirb einfach, dankeschön. Echt wieder so viel Spaß gemacht mit dir heute. Nicht. Sehr gut. Jetzt ist so einfach kann das gehen. Problem ist, dass der hier ist jetzt dann nicht mehr das Problem. Das hier ist das Problem. Kann ich jetzt bitte, der darf jetzt bitte der Dash nicht rumbacken, ne? Da wäre ich euch so dankbar. Okay, der Dash backt einfach, das ist klasse, also wirklich. Das macht genau schon einen ganzen Funken Spaß, macht das. Mit dieser Dash, weißt du, diese Features sind einfach total, funktionieren einfach manchmal nicht. Ich so semi-optimal. Und Wartezeiten. Denn Wartezeiten machen Spaß. Für jedermann. Das war wieder super fair. Doch, kommst gerade oben an und dann schneidet er dich sofort weg. Also doch, das finde ich gut. Wenn du nämlich auch so viele Möglichkeiten hast, auszuweichen in so einem Einmaleingang. Boah, Alter, ohne Spaß, ich kann diesen Raum nicht mehr sehen. Können wir bitte jetzt einfach irgendwie weitergehen oder so? Dieser Raum wird nicht spannend durch Skills, dieser Raum wird spannend durch Wartezeiten. Und es nicht vorhandene Skills natürlich, weil ich den Raum halt auch schon 1000 Jahre lang schaffen können, aber gut. Wehe dir. Ich wehe dir, ich wehe dir. Das hat ja mal wieder gut getroffen, nicht?
genau so einen Funken Spaß, ne? Den verspüre ich gerade. Den. Nicht so spannend, weiß ich nicht. Ich kann sonst was machen in dieser Zwischenzeit. Ja, wirklich ein Brötchen schmieren. Duschen gehen mal gerade. Weiß ich nicht. Was man sonst auch so macht, wenn man ganz viel zu viel Zeit hat. Ach, guck mal da war ich wieder zu langsam anscheinend. Obviously war ich da zu langsam. Finde ich eigentlich. Ja, kann ich. Bringt mir nur nichts, weil ich sowieso hier oben warten muss, aber. Oh, das hat ja wieder gut funktioniert. Ist das öde? Ist das öde oder ist das öde? Boah, ich kann dir sagen, ne? Ich noch einmal. Ja, sicher doch! Seit wann drehen die Viecher sich denn um? Guck mal, ich habe einen neuen Trick für dich! Den habe ich zwar bisher noch nie gemacht in den 1000 Mal, wo ich schon da war. Geh heute nicht da rein. Aber heute zeige ich ihn dir mal. Das ist echt. Ja, das ist okay. Also lass mich da nicht rein. Das ist. Oder zerquetsch mich irgendwie in der Luft. Weißt du? Luft und Stein, weißt du? Das ist einfach so viel Druck zwischen. Hier wird man auch gerne mal zerquetscht. Kennt man ja. Nicht. Warten. Dann warten mal Spaß. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, dass man nicht so lange warten muss, wenn man da so schnell durchgeht. Aber wenn man da halt wirklich warten muss das erste Mal, ja. Dann weiß ich nicht, stinkt das ziemlich hart. Na komm schon. Es war zu langsam. Ja, viel zu langsam. 1000 Jahre zu langsam war ich da. Weißt du, diese Wartezeit, die müdet einen einfach so hart ein, dass man da 3000 Mal auch das Timing natürlich verpennt. Oh mein Gott. Ödeste Stelle ever. Das ist die ödeste Stelle ever und gleichzeitig wahrscheinlich die längst gezeigteste Stelle ever in diesem Spiel. Weiß halt nicht, wie lange ich jetzt schon wieder dran bin, ne? Aber zu lange. Potenziell immer zu lange. Guck mal, eine Bruchteil einer halben Sekunde später ist der Kack aufgegangen. Aber nicht für dich und nicht in dieser Sekunde. Ich glaube, zweimal kann ich abwarten, theoretisch. Weil ich dann... Fick dich. Fick dich, wirklich. Also, ne, dieses Fick dich-Potenzial hast du wirklich. Ja, ich glaube, jetzt ist es schon wieder zu spät, oder? Ich muss da perfekt durchkommen, ansonsten kann ich restarten. Weil ich keine Lust habe, da hinten 1000 Jahre zu warten. Ja, also Luft. Wie gesagt, der Luftwiderstand an der Stelle muss einfach gigantisch sein. Ja, das ist klasse. Muss ich da perfekt durchkommen? Habe ich ansonsten keine Chance. Kommt der aber da irgendwie jetzt gerade gar nicht mehr durch. Ja, lustig, wirklich lustig. Ich habe selten so gelacht. Dankeschön. Ich habe keine Lust, hier 1000 Jahre zu warten. I'm too sorry. Dann mache ich lieber die Stelle, wo man wirklich auch was machen kann, 1000 Mal, ja, bevor ich diese Scheiße da davor stehe und 3 Jahre warte, bis die blöden Steine wieder in Position geflogen sind. Alter Schwede. So, jetzt aber bitte nochmal. Mit schönem... Zu früh. Keine Ahnung, ich bin irgendwie ein Timing-Krüppel geworden. Das ist, schon 1000 Jahre diese Stelle am machen, verliert man einfach jegliches Timing-Gefühl. Jegliches. Also doch, ne? Nicht schon sagen. Stelle ich schon echt spannend. Ich möchte zumindest gerne bis zum nächsten Boss kommen. Danke. Das war nochmal ein schönes Timing.